Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Die Pflicht ruft, oder die Freude. Wir dürfen gespannt sein. Wie jeden Tag. Ja, irgendwie bin ich jeden Tag gespannt. Das stimmt. Aber sonst würde ich das Spiel hier ja auch gar nicht spielen, wenn ich nicht neugierig wäre auf das, was kommen mag. Und ihr auch. Sonst wärt ihr schon längst nicht mehr dabei. Dessen bin ich mir sicher. Mich juckt's in den Fingern, Steine ditschen zu lassen. Aber ich finde einfach keine vernünftigen Ditchsteine. Hatten wir schon mal. Vielleicht schnappt Kapitän Schnauzi mir alle für sein Nest weg. Okay, wir dürfen mal wieder Ditchstein. Oh, sogar diesmal nicht nur einfarbig, sondern verschiedenfarbig. In der Nähe einer Plane, ein Wicht und es war in der Nähe eines Klappstuhls. Ach, wir laufen einfach mal hier am Strand entlang. Gleich mal Muscheln mitnehmen. Vielleicht entdecken wir sogar schon die eine oder andere. Wobei die sehen immer sehr so aus wie... Ah, da haben wir ja schon einen. Hier geblieben, hier geblieben, hier geblieben. Schrupp, hab dich. Ja, 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 so geht's nicht. Ja, mit dem Steinchen. Nummer 1 hätten wir schon. Und was haben wir da dahinter was? Nein. Ja, und hier hinten? Da unten ist eine Muschel. Oh. Und er mag heute gar nichts. Aber dann kann ich euch mal zeigen, was ich euch gestern erzählt habe. Ach ja, das ist das neue Blümchen. Das kann ich spenden. Und dann kann ich euch mal zeigen, was ich gemeint habe gestern. Ihr seht, das sind die ganzen Muscheln, die ich im April gesammelt habe. Rot, blau und ja, eine Mischung davon. Und jetzt im Mai kamen all diese Grünen dazu. Ich weiß nicht, ob es auch bei den Blumen irgendwelche monatlich Jahreszeitengebundene gibt. Das werden wir dann noch sehen. Muscheln. Oh, Pilz haben wir dabei. Ja. Schwups. Wir haben erst 2 von 4 Muscheln gefunden. Wo sind denn die anderen? Da hinten ist noch eine. Und... Ach, entweder bin ich an der einen wieder vorbeigelaufen oder bin heute einfach wieder blind, wie immer. Aber bei so Suchselspielen kann man das, glaube ich, auch... verschmerzen oder verstehen. Die Wichte haben mir das einzige geraubt, was mich durch den Tag bringt. Schon wieder Kaffee. Ich brauche Kaffee und zwar sofort. In Suche in der Nähe einer Skulptur aus Sand. Ein Wicht. 2 Kaffees braucht sie heute. Gestern hat sie nur einen gebraucht. Heute will sie gleich 2. Okay. Skulptur aus Sand. Skulptur aus Sand. Ich gar nicht, wo wir da eine haben. Ach so, das müsste ja dann unten am Strand sein, ne? Könnte es mir bei etwas helfen? Eine meiner Eichen beklagt sich, wie gewöhnlich sie sich in diesem Wald fühlt. Mal wieder blaue Blätter. Das, was wir schon kennen, das gebe ich mal ein bisschen. Er mag heute nichts haben. Er hat aber ein bisschen Post. Ja, ich habe Sachen bestellt. Und? Natürlich hier neue Rehe. Diesmal hat sie nämlich ganz viele Rehe gehabt. Sehr gut. Ich glaube aber, das passt jetzt nicht alles in mein Gepäck. Ja, ich wusste es. Das da auch nicht. Und den Kuchen auch nicht. Müssen wir später abholen, leider. Wir müssen erstmal unser Gepäck etwas befreien von seinen... von seiner Last. Grüne Äpfel. Hey, die haben heute alle keine Aufgaben. Was los? Geht's doch nicht.
Den kann ich auch nicht nehmen. Da haben wir jemanden zum Fangen. Mal gucken, ob der was hat, was ich mitnehmen kann. Ja, komm schon her. Hab dich. Den können wir nehmen. Also so wie es aussieht, haben wir heute nicht so allzu viel Arbeit, hm? Da auch nicht. Hey, sag mal, was ist denn los? Hä? 1, 2, 3, 4 Quests. Dann gucken wir heute noch bei dem Banker, aber das wundert mich jetzt schon. Nur ein bisschen. Gegenstände in mein Lager legen. Die kann man übrigens nicht verkaufen, diese Muschel, die wir da eingesammelt haben. Okay, was legen wir denn noch ins Lager? Die Stacks sind alle voll. Also ein bisschen langweilig. Bla bla bla. Die hier können wir reinlegen. Nüsse packen wir mal noch rein. Die Muscheln müssen wir halt dann verticken. Dann haben wir da auch gleich ein bisschen mehr Platz. Und die hier wollen Salate. Zwar nicht diese hier, aber ich lege sie jetzt trotzdem mal hin. Damit wir noch ein bisschen Platz frei haben. Aber nicht wieder verschwinden. Vielleicht habe ich sie doch aufgehoben. So, und den hier. Bärenbusch, Lampe, gruselige Deko. Kein Wicht. Dann wäre der ja hier oben schon ganz gut. Dann packen wir den mal hier hin. Oh, das müsste ihm noch gefallen. Der sieht schick aus, ha? Huh? Dann knüllen wir ihn gleich mal. So ein bisschen Herzchen fehlt noch. Vielleicht ist das das Knuddelherz. Beziehungsweise einmal füttern. Oh ja, guckt mal. Ich glaube, der fühlt sich hier ganz wohl. Gut, dann können wir jetzt mal hier questtechnisch weitermachen. Ah, unsere Charlotte hat wenigstens eine Aufgabe. Halt, nimm's mit. Ich habe über einige der Handwerksprojekte nachgedacht, die mich als Bärenjunges beschäftigt haben. Da gibt es dieses eine, das ich gern nochmal probieren möchte. Hättest du Lust, mir dabei zu helfen? Ich habe bereits die meisten Materialien. Ich brauche nur noch ein paar weitere Gegenstände. Und zwar Holz. Oh. Nein, Äste. Ah ja, die habe ich gerade alle rausgeschmissen. Egal, die finden wir jetzt unterwegs sowieso gleich wieder. Dann kaufen wir hier mal unser Geisterholz. Unser obligatorisches. Haben wir sonst noch was? Ja, super. Nimm mein Geld. Und Salz. Und ich glaube, ich nehme auch mal noch Kaffeeboden mit, weil ich da nicht mehr so furchtbar viele habe. Und die anderen Sachen. Ja, komm, Geisteressenz. Und dann haben wir hier halt noch. Oh. Ein Anzug. Maßgeschneidert und extrem teuer. Den brauchen wir doch bestimmt für irgendwas. Questtechnisch oder so. 5000? Vielleicht braucht das ja der Banker. Nehmen wir gleich mal mit. Also ich bin mir sicher, das brauchen wir heute für irgendwas. Viele, viele Blümchen, aber irgendwie würde ich schon gerne noch sparen. Dann holen wir uns hier oben mal das Herz. Das Herz, ja, das Erz noch. Und dann hatten wir noch irgendwo so einen Ditchstein rumliegen. Da. Und dann gucken wir mal nach dem Banker. Vielleicht braucht er tatsächlich den Anzug. Schau mich an, schau genau hin. Was siehst du? Du siehst einen superreichen Wolf in einem schäbigen alten Anzug, der nach überschuldetes Hausboot riecht. Dieser Anzug ist tatsächlich das Einzige, was uns stoppt.
Aha, wusste ich's doch. Wir brauchen den Anzug. Ich werde dich jetzt nicht bitten, mir einen neuen Anzug zu kaufen. Warum sollte ich auch? Du bist schließlich unübertroffen darin, unsere Bedürfnisse zu erkennen. Haha, ich habe den Anzug schon dabei. Und das ist ein Anzug. Lass mich ihn anprobieren. Oh ja, siehst du den Unterschied? du trägst noch immer die gleichen Klamotten. Wir schmieren mal wieder Honig ums Maul. Ich liebe diesen neuen Look. Ah, ich habe mich nicht mal umgezogen. ich bin ihm auf den Leim gegangen. Erste Lektion für Geschäftsleute. Es gibt keinen Anzug. Es gibt nur die Vorstellung, dass der Kunde von Anzug hat. Was? Es gibt nur die Vorstellung, die der Kunde von Anzug hat. Die Vorstellung ist der Unterschied zwischen 1 Milliarde Euro und einer Mikrowelle zum Krawattentrocknen. Hä? Also ich verstehe nicht viel vom Geschäfte machen, man merkt schon. Warum die Krawatten nass sind, willst du wissen? Wegen deines überschuldeten Hausboots. Denk doch mal mit. Ich habe kein Hausboot. Du bist noch nicht bereit, in der ersten Liga mitzuspielen. Wenn ich jetzt das andere angeklickt hätte, hätte mir dann was anderes gesagt. Aber du hast mir heute geholfen, gut dazustehen, um mir zu helfen. Steht dir gut. Und mir zu helfen, steht dir gut. So nach dem Motto, dann haben wir Vitamin B. Er wird mir irgendwann irgendwie unter die Arme greifen, damit ich mal weiterkomme. Aber er ist ein Bankerwolf. Ich traue ihm noch nicht so ganz. Die Geschichte geht weiter. Ein Blättchen. Mal noch hier unten. Der Herr Mais hat auch nichts für mich. Ich hab's immer mit Frau und Mann, ne? So, unsere Äste haben wir jetzt auch. Blub. Also aus diesen interessanten Ranken kommt nicht immer eine von den spannenden. Na, egal. Sammeln wir das nächste Mal ein. Oh, da sind wieder Nüsschen dran an dem Baum. Das weg. Das weg, das weg. Dann kommt das da hin. Gut, dann kriegst du deine Hölzchen. Lecker! Noch 23 Stück Holz, dann bin ich voll. Ich spüre ein Geisterholz in deiner Tasche. Oh ja. Mehr! Noch 22. Ich spüre hier keine Geisterhölzer mehr. Oh, das war's schon für heute? Okay, was brauchen wir? Jetzt brauchen wir erstmal hier oben hier. Unser Bastler-Kumpel hat, glaube ich, auch noch was. Fantastisch! Und jetzt nur noch dieses Teil hier hin, das Teil dahin. Vielleicht sind manche von diesen alten Bastelarbeiten der Geistfinder aus einem guten Grund aus der Mode gekommen. Oh, aber ich habe etwas Essenz erschaffen. Wie praktisch. Und ein Rezept. Du hast eine neue Bauanleitung gelernt. Bauanleitung Steampunk selten. Große Skulptur. Okay. Ein Blatt sogar. Gucken wir mal nochmal hier runter. Aufwachen. Hey, Bastlerkumpelchen. Heute will ich mal etwas anderes herstellen. Ein Picknick. Könntest du mir ein paar Zutaten bringen? Kartoffeln, rohe Früchte, alle rohen Nüsse. Ja. Sehr schön, danke. Essen zubereiten ist auch ein Handwerk. Man braucht Geduld und Konzentration. Da ist er auch schon. Ein frischer Picknickkorb. Nur für dich. Oh, mit Brötchen, die ich noch nicht kenne. Laugenbrötchen.
und eine Anleitung für einen Zaun. Neugieriger Ziegelzaun. Oh. Den hatte ich noch nicht. Dann gucken wir gleich mal an, wie der aussieht. Ein neugieriger Ziegelzaun. Ne? Der da. Oh, der ist sogar auch selten. Ja, sieht ganz hübsch aus. Aber irgendwie bräuchte man dann dazu halt eigentlich so wirklich das komplette Setting. Deswegen hat man wahrscheinlich auch diese Bauplätze, damit man da so ein bisschen thematisch sich was aneignen kann. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Quests eingesammelt, ne, die möglich sind. Dann gehen wir mal auf die Suche und gucken, wo die Sachen zu finden sind. Hier, Ditchstein. Ich suche danach in der Nähe einer Plane. Ein Wicht hat den Gegenstand. Und mein Nachbar meinte, das Ding sei bei einem Teich hinter etwas. Dann hätten wir die nämlich schon bei einer Plane. Planen hat es ja hier einige, wenn diese Plane gemeint ist. Oder so eine Plane. Ah, guck mal hier. Schau mal hier. Ah. Da hätten wir den einen und dann bei einem Teich hinter etwas. Die Teiche, das ist immer so eine Sache. Es gibt so kleine Teichleins. Aber die sind oft so hinter einem Baum versteckt. Da muss man immer ganz genau gucken. Es gibt wirklich, also es sind eigentlich keine Teiche, es sind Pfützen. Und meistens sind diese Pfützen irgendwo im Wald. Deswegen gucke ich jetzt erstmal hier herum. Und auch ein bisschen random, wie ich schon feststellen musste. Gepäck schon wieder voll. Aber keine Sorge. Ich drehe ja heute noch ein paar Runden, dann kann ich das alles mitnehmen. So, ich glaube, ich werde erstmal wieder suchen. Und wenn ich alles beisammen habe, dann bin ich wieder bei euch. Bis gleich. Wir haben alles und es hat diesmal gedauert. Ich habe lange gesucht. Ja. Weil der Teich tatsächlich genau hinter so einer Baumkrone lag und der vertrocknete Baum, ja, da habe ich wohl nicht richtig geguckt. Tudelü, da habe ich dann die Charlotte gebraucht. Aber darf auch mal sein. Kaffee. Gut, jetzt kommen meine Stressgedanken langsam wieder in Fahrt. Sehr schön. 1000. Ach ja, und diese Münzchen nehmen wir natürlich auch gerne mit. Wollte schon wegrennen, aber... wir wollen sie nicht liegen lassen. Dann haben wir jetzt endlich auch Licht und sehen, was die wollen. Ja, später. Ich glaube, einiges muss ich noch kreieren. So, wer wollte denn noch was? Blätter? Oh ja, das ist ja dann hier. Blaue Blätter. Vorbeigerannt. Danke! Oh, man hat sehr gut. Viele Pilze. Da erscheinen die Wichte dann gleich. Ich gehe jetzt natürlich auf diese random Quests nicht mehr ganz so ein. Die hatten wir ja schon öfter. Dass jetzt Blätter sind, Ditchsteine, Holz, irgendwie was. Wichtig sind die
die uns tatsächlich storytechnisch weiterbringen, herzchentechnisch. Die bringen uns zwar in gewisser Weise auch weiter, denn wir bekommen Geld oder Ressourcen. Was hast du da? Ein paar Dittsteine? Genau sowas habe ich gesucht. Und wieder ein Rezept. Oha. Und Muscheln. Wir bekommen ein Hohepriester-Artefakt. Oha. 50 Essenzen von fröhlichem Wild. Okay, alles klar. Und hier haben wir auch noch ein einzigartiges Krakenperle. Was ist denn das? Das müssen wir uns mal anschauen. Was das dann ist und wie das aussieht. Oh, die Muschel ist auch neu da, diese Koralle. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Gucken wir mal, was wir Neues bekommen haben. Also, wir haben... Oha, das sieht ja auch hier... Moosbewachsener Grabstein haben wir schon gesehen. Stuhl... Blumenbecken, okay. Wo ist jetzt das ganze Neue? Zuckerbuschtopf, große Skulptur, selten Steampunk. Sieht auch spannend aus. Amboss, Yilo, das hat man ganz von Anfang. Geistfinderstuhl... Steinstatue von Berus dem Dritten. Aber eigentlich wollte ich jetzt diese Statue. War das nicht hier? Den hatten wir schon. Parkbank hatten wir auch schon. Ach, da unten. Ich muss auch mal runterscrollen. Krakenperle, oha. Tentakel lässt grüßen. Hohepriester-Artefakt. Ich habe halt eins von 50, ne? Alles klar. Was wollte ich noch machen? Ah, seltenen Gegenstand abgeben. Genau, einen seltenen Fisch habe ich auch geangelt. Er sah mir gleich so selten aus, dass ich die Angel ausgeworfen habe. 750 und 4000. Wow, es lohnt sich. Also das mit diesen Angelfischen, mit den Fischen, das lohnt sich echt. Da kriegt man einiges. 76.000. Ich gucke da immer so ein bisschen drauf, weil ich auch mein Bankfach kaufen möchte. Und vielleicht farme ich sogar den Rest heute. Es darf da ein bisschen viel sein, nur durch Fische farmen. Aber ein bisschen wird noch dazu kommen. Vielleicht kann ich ja auch noch ein bisschen Salat, teuren Salat verkaufen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber dann sind wir jetzt erstmal questtechnisch wieder durch. Und deswegen sage ich euch auf Wiedersehen und freue mich, wenn ihr wieder da seid. Beim nächsten Mal.